Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Tour. Heute Spezial Weihnachts Super Duper Folge, die eh für den Arsch ist, ihr kennt das ja. Wir sind dabei, beziehungsweise ich bin dabei, dem faulen Weihnachtsmann wieder seine Arbeit zu machen. Der Sack wird auch immer fauler, Jahr zu Jahr wird er fauler. Ich bin jetzt unterwegs nach Bari in Italien. Im Multiplayer. Und ich habe jetzt nur noch ein paar Kilometer, 107 Kilometer. Und dann lade ich da ab, bringe die Geschenke dahin zu den Leuten, dass die Italiener aus Bari sich auch über die Weihnachtsgeschenke freuen. Ja. Auch Italiener feiern Weihnachten. Ja. Ich war gestern in Amsterdam. Bin jetzt aber eher so in den Stiefel reingefahren. Boah, die Straße blendet so, ey. Da kriegt man dann gleich wieder eine Meldung. Nee, so gar nicht, doch. Vom Multiplayer, dass man dann gekickt wird, wenn man 10 Sekunden sein Licht nicht anhat. Wird man gekickt. Ja. Ich war schon wieder am 11., das ist nicht gut. Jo! Unterwegs natürlich im neuen Scania. Ich mache hier mal das kurz weg. Unterwegs im neuen Scania. Wie das sein muss. Und unterwegs im neuen Scania DLC. Jo! Im Italien DLC. Jo, heute haben wir den 25.12. Gestern war Heiliger Abend, gestern, ja, normalerweise, also, es ist nicht mehr so wie damals, dass da wirklich die Geschenke auf einen eingeprasselt kommen. Entweder kriegt man es meist früher oder später. Das größte Weihnachtsgeschenk bekomme ich wahrscheinlich erst im März, wenn ich mich gut anstelle. Ja. Wenn ich mich gut anstelle und den Führerschein nicht verhaue, dann habe ich ein Auto. Ja. Währenddessen fahren wir hier noch rum. Ich übe für den Führerschein. Scheiße, schon wieder zu schnell unterwegs. Ah. Ja, ich mache momentan Führerschein und... Ach. Oh, mein Rücken. Hier war ich schon mal in Bari. Aber noch nicht mit den Aufträgen. Hoffe ich nicht. Eigentlich, was mache ich da für eine Scheiße? Auf Schnee? Mit dem Retarder, Motorbremse, das geht gar nicht. Das sollte man nicht machen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, Tempomat ist auch nicht ganz richtig. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall... dass man auf Schnee und Eis nicht mit Retarder fahren sollte und nicht mit Motorbremse und so Kack. Ja. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Dieses Jahr war ja nicht so das Jahr für meinen Kanal. Oh, das ist das Rot. Ich habe ja dieses Jahr meinen Kanal ganz schön schleifen lassen, ich weiß. Es hat alles ein bisschen stressig bei mir momentan. Anfangs war es auch eine gewisse Motivationslosigkeit. Ja. Schauen wir mal.
Strom mehr abladen. Jo, was gibt's zu erzählen? Eigentlich nix. Nix Neues. Bin am Überlegen. Ich habe eigentlich nix. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt. Erst im Kreisverkehr blinken. Na gut, das ist Land zu Land anders. In Deutschland ist es so, du musst den Kreisverkehr einfahren, ohne zu blinken. Und wenn du den Kreisverkehr verlässt, dann musst du rechts blinken. Aber wen erzähle ich das? So, die Barianer oder wie auch immer, diese schimpfen in der Mehrzahl, die sind jetzt happy. Weihnachtsgeschenke haben sie bekommen oder bekommen sie jetzt? Mama, wo geht der nächste Auftrag hin? Wie viele Aufträge habe ich eigentlich zu fahren? Ich glaube noch drei Stück. Ja, noch drei Aufträge. Schauen wir mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in eine Stadt reinfahre, wo ich schon war. Da zählt nämlich die Fracht nicht. Das ist scheiße. Aktualisieren. Geschenke hoch nach Schweden, aber das ist zu weit. Das ist mir zu weit. Also ich suche eigentlich immer so kürzere Aufträge, dass man die schnell zack, zack, zack wegmachen kann. Trancona. Da war ich auch noch nicht. Gibt's was anderes? Nee, da fahren wir das. Ancona, da war ich noch nicht, das weiß ich. Auftrag ausführen. Jo. Mach ich mal Folgendes. So. Da sitzt. Ohne rauszugucken, ohne Hilfsmittel. Ich mach das wie ein Profi. Raus. Kommt ein Schwertransport. Der will hier rein. Jo. Das Brummen im Hintergrund ist übrigens mein Lenkrad.
Das G25 ist leider so laut. So. Falls du das siehst, Jonas XHD, auch dir eine gute Fahrt. Hier ist irgendwo noch einer. Ah, scheiße. Soll ich den mal zurückfahren und soll ich dem sagen, dass ein Video ist? Das kann ich mal machen. Wenn das hier geht, das geht. Boah! Tob dich aus, du geile Sau. Dreh ich nochmal schnell, mache ich eine R-Runde, um ihm Bescheid zu sagen, hier, du bist auf YouTube. Das ist ja Service. So, jetzt können wir nochmal eine R-Runde machen. Das war der Bordstein, das ist nicht gut. So, dann geht das los jetzt nach Ancona. Heißt doch Ancona, oder? Ancona, ja doch. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs, 20 zu schnell. Das ist nicht gut. Was gab's eigentlich bei euch zu Weihnachten zu essen? Also bei mir gab's Rindswürste und Nudelsalat. Und es hat mega geil geschmeckt. Also ich mag auch lieber dieses traditionelle Essen. Würste und Kartoffelsalat oder Nudelsalat war es halt bei uns. Der Nudelsalat war so gut, dass ich den vorhin sogar noch gegessen habe. Und gestern, also ich habe... Da ist noch übrig geblieben und da habe ich den Netz noch gegessen. Ah, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja. Boah, das war aber noch eine Reaktion. Jo. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Da kann man das Video wieder beenden. Ich muss hier rüber. Jetzt, komm auf. Von hinten kommt keiner, kommen wir direkt auf die Spur. Wunderbar. Geil. Yo. Und nun? Was gibt's
ist denn so Neues auf dem Handy? Nix. Schade. Ja, ich habe nebenbei das Handy in der Hand. Eine Schande. Das geht gar nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ich habe es vergessen. Ach so, YouTube Studio. Bei mir ist zurzeit ein Problem, wenn ihr mir Kommentare schreibt auf ältere Videos oder sowas, dann bekomme ich davon keine Benachrichtigung. Ich weiß nicht warum. YouTube spackt mal wieder, aber was soll's? Ich kenne mich nicht aus mit YouTube, ich bin doof. Nee, ich bin doof, ich weiß eh nichts. Können wir auch nochmal meinen LKW von außen betrachten. Schlicht gehalten. Ja. Neapel. Neapoli, da war ich schon in echt. Neapel, eine Woche. Nie wieder. Ich will da nie wieder hin. Ich wollte eigentlich nach Venedig, aber irgendwie die Klasse wollte da nicht hin. Die wollte eher nach Neapel. Ah, wir wollen nach Neapel. Ja. Das einzig Gute an Neapel fand ich einfach die lange Busfahrt. Ich bin so ein Spezialkind in dem Fall. Lieber sitze ich 22 Stunden im Bus, hab Autobahn um mich rum und kann viel gucken, als statt ich eine Woche irgendwie am Meer. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das Meer war zwar auch geil, hat geil ausgesehen, war schön geil mit Sonnenuntergängen, alles richtig geil, aber irgendwie hat mich die Autobahnfahrt mehr gereizt. Ja. Das sah richtig schön aus, die Sonnenuntergänge. Findet man sogar noch auf Instagram. Auf Instagram, auf meinem Account. Das muss sogar einer der ersten ersten Bilder gewesen sein. Da muss man ein bisschen runterscrollen. Und dann findet man das. Ich guck das. Das war das zweite Bild auf meinem Account. Ich hab's gerade gefunden. Und das war richtig geil. Da ist richtig die Sonne über dem Meer, über den Horizont runtergegangen und das war richtig schön. Was auch mir sehr gut gefallen hat, war damals Südtirol, wo ich mir meinen Fuß verstaucht habe. Das, der Tommy, falls er hier zuguckt, der kann sich da vielleicht noch dran erinnern. Da musste derzeit ja auch schon da gewesen sein. Auf meinem Kanal als Zuschauer. Da habe ich davon erzählt gehabt, aber das ist jahrelang her, das war 2014. Da ist mir einer beim Rodeln in den Fuß reingefahren. Da schreit Achtung und ja, bevor ich realisiert habe, wo der herkam, war er mir schon mit dem Fuß gehangen. Ja, da war ich beim Arzt, bei der Ärztin, das war eine Schweizerin. Das war mein erster negativer Kontakt mit den Schweizern. Die hat mich erstmal schön beschissen. Da hat erstmal gesagt, ja, Skifahrer, das hieß nichts mehr. Ja, okay. Da habe ich mich erstmal gefreut, aber danach hat die mich über den Tisch gezogen, hat mich abgezockt. Ja. Bei den Schweizern muss man eh aufpassen. Ne? Also. Ja. Ich bin dieses Jahr noch auf Beef aus. Ich bin noch auf Beef aus. Nichts gegen die Schweizer. Eine ganz bestimmte Person ist gemeint. Wer wird dich verraten? Ja. Nee, aber die hat mich beschissen, die Alte. Ich war da bei meiner Krankenkasse, wollte das Geld wieder haben, was ich bezahlt habe. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr viel. Es war auf jeden Fall ein Haufen Geld. Da war locker meine Hälfte meines Urlaubsgeldes, das war dadurch schon weg.
Ich habe vorher schon was ausgegeben fürs Einkaufen. Wir waren im Nachbarort, haben uns richtig schön eingedeckt mit Fressen und sowas. Und ich bin ja eh einer, ich brauche viel Essen neben mir, um zufrieden zu sein. Da ging schon einiges Geld weg. So, dann kam natürlich doch die Ärztin, die meinte, oh, ich hätte doch den Lehrer bezahlen sollen. Ja, und dann war ich bei meiner Krankenkasse, die haben gesagt, ja, die wissen von dem Problem auch da unten und das machen die extra. Ich hätte mich eigentlich in den nächsten Bus setzen können, der auch da hingefahren ist, und hätte der Alten in die Fresse hauen können. Oder die Eierstöcke hätte ich austreten können. Aber damit Sicherheitsschuhen. Ich habe ja so einige Sicherheitsschuhe hier stehen mit Stahlkappen. S3 zum Beispiel. Ja. Arschfotze. Ja, auf jeden Fall war ich dann nicht mehr Skifahren. Ich glaube, ich bin 3 Tage Ski gefahren und das war's dann. Ich war immer daneben gestanden und ja. Auch lustig war, ich bin mit der Gondelbahn. Waren wir in einem Restaurant. Und das war weiter oben auf dem Berg. Und ich bin mit der Gondelbahn dann runtergefahren, habe oben einen gefragt, komme ich da unten raus? Ich habe mir die Gondelbahn angeguckt, die ging runter und dann musste ich nochmal ein steiles Stückchen hochgehen müssen zu dem Restaurant, wo wir Coupons von hatten, dass wir da kostenlos essen. Hab gefragt, komme ich dann da unten raus, dass ich hochkomme? Ja, ja. Ich steige in die Gondel rein, fahr runter und unten motzt mich dann so ein Typ an. Was willst du hier? Hochlaufen. Es geht hier nicht. Habe ich gesagt, ja, der Kollege da oben hat es mir gerade gesagt, dass es geht. So. Bin ich da hochgelaufen, man muss sich vorstellen, mit einem kaputten Fuß. Und ich habe gesagt, so. Und jetzt machst du erstmal Rammstein an. Ein Stück, das war richtig steil. Ich bin oben richtig aus der Puste gewesen. Ich muss aufpassen, dass ich die zusammenbreche, weil ich so am Arsch war. Hab mir aber hochgekämpft. Verletzte Männer weinen nicht. Sie kämpfen weiter. Ja. Und hab dann oben... Boah, ich glaube, das war Germknuddel, was ich da oben gegessen hab. Die waren richtig geil. Richtig Porno. Ja, allgemein, die Berge gefallen mir. Das war richtig geil, du bist aus dem Hotel rausgekommen, hast direkt die Berge so um dich rum gehabt. Und das sah auf jeden Fall richtig schön aus. Also da könnte ich mir vorstellen, auch später irgendwie zu leben. Ich war ja in Italien, aber habe mich gefühlt wie in Deutschland. Geschweige wie in Österreich. Nur für mich sind die Österreicher irgendwie auch deutsch. Das hat nichts mit der Geschichte von damals zu tun. Die sprechen Deutsch. Die ähneln uns halt und deswegen sehe ich da irgendwie keinen großen Unterschied. Und die Südtiroler, die wollten ja damals auch zu Deutschland gehören, soviel ich weiß. Ich weiß die genaue Geschichte da nicht mehr zu. Ich glaube, die wollten auch deutsch sein, haben halt auch die deutsche Sprache. Muss ich vorstellen, da unten ist deutsche Werbung. Ist wirklich deutsche Werbung. Italienische Kennzeichen, aber deutsche Werbung. Habe ich mir auch gedacht, okay. Auch nicht schlecht. Irgendwas schreibt mich gerade an. Nein. Da ist einer live gegangen auf Twitch. Die Bitch. Ja, also ich war 2-mal in meinem Leben in Italien. Südtirol hat mir gefallen. Neapel nicht. Auch sehr schön in Neapel war zum Beispiel am Steinestrand die tote Ratte. Sehr lecker. Eine Delikatesse. Ey, Alter. Da wurde so manch ekelhaftes Zeug. Ich glaube, Kondome habe ich da unten auch noch gesehen. Ich bin da mit meinem Freund rumgelaufen und die haben da echt... Ja. Ja. Was für Verbrauch habe ich jetzt eigentlich? 27, nee. Oh je. Hoppala. Ja gut. 40, ich habe einen V8. Ne? Muss man auch so sehen, ich habe einen V8-Motor. Bin schwer beladen.
Da ist das klar. Jo. STS hat ja kleine Easter Eggs in den Weihnachtsgrüßen veröffentlicht, die darauf schließen lassen, dass nächstes Jahr der neue Renault und der neue MAN kommt. Weil die sind in dem Trailer auch vorgefahren. Und das war halt mal richtig cool, wenn die beiden auch noch drin wären. Der Renault juckt mich eigentlich nicht, weil ich bin nicht der Renault-Fan, eher dem MAN. Die Spedition. Da bin ich dann immer ein bisschen ruhig, weil die können auch öfters mal auf Kanal 9 sein, wie ich. Ich bin auf Kanal 9. Und da kann es mal sein, dass da kurz ein Funkspruch durchkommt. Ey, TMLP! Ja. Ich wurde ja schon erkannt, ATS zweimal an einem Tag, da habe ich mich richtig prominent gefühlt. Boah, mach doch den Fan nicht aus, du Pisser. Idiot. Ostdeutscher. Okay. Nö, ich bin Ostdeutscher, jo. Mein Großvater, väterlicherseits, kommt aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, oder kam. Besser gesagt, kam. Ja. Yeah. Also bin ich auch ein Viertel Ostdeutscher. Naja. Ach, mein Schokodrink ist leer. Wer von euch kennt... Wow! Wer von euch kennt Mirgeschiss? Das ist so ein Schwabe, das ist so ein dicker Schwabe, der schreit immer rum. Und der trinkt auch immer Schokodrink. Und genau das, was der trinkt, trinke ich auch. Und das ist der geilste Schokodrink, den es gibt. Schleichwerbung. Ist mir egal. Das ist der beste Schokodrink, den es einfach gibt. Der schmeckt so schokoladig und so. Ich habe andere getrunken. Die schmeckt nicht so gut. Der schmeckt hingegen richtig geil. Ja. Jo, da sind wir jetzt bald mit der nächsten Tour fertig für den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, der freut sich. Die gehen alle arbeiten für mich und ich fliege auf der Couch. Eigentlich heißt es ja, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Aber das ist leider falsch, liebe Kinder. Es tut mir leid, es euch sagen zu müssen, aber der LKW-Fahrer ist derjenige. Es ist der wahre Weihnachtsmann, denn er bringt die Geschenke zu den Läden. Oder er bringt sie von den Großlagern, von Amazon und was weiß ich, was es da alles gibt. Zum Postfrachtzentrum und auch andere LKWs bringen das dann zu den Verteilerzentren, die dann auf die Postpakete, also auf die DHL, UPS, DBD Wagen kommen, wo die dann geladen werden zu den Verteilern, da bringen die das auch hin. Also der wahre Weihnachtsmann ist immer noch der LKW-Fahrer. Und der bricht auch nicht bei euch ein durch den Kamin. Der sieht euch gar nicht.
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Soll noch richtig einparken, ey. Na, wenn das mal nicht top ist. Schön an der Linie entlang. Ha, geil. Stehen zwar drüben ein bisschen weit weg, aber so an sich richtig gut. Ja, Mann. Das muss mir mal einer nachmachen. Ich bin halt schon ein geiler Typ. Wirklich, wenn ich könnte, würde ich mich selbst bumsen. So. Noch zwei Aufträge. Die werde ich jetzt fahren. Ich werde mir zwischenzeitlich noch ein bisschen was zu essen in den Mund schieben. Denn Weihnachtszeit, das ist die Zeit, wo man erlaubt fett werden darf. Und das nutze ich aus. Wow. Yo. Da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wer bis hier durchgehalten hat, Respekt, du hast mein dummes, dünnsches Geschwafel durchgehalten. Das ist echt top. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Das würde mir zeigen, dass es euch gefällt. Ein Dislike ist auch... Was heißt gern gesehen? Gern gesehen sind sie nicht, aber wenn ihr ein Dislike da lasst, bitte sagt mir, was ich falsch gemacht habe, denn ohne dies kann ich auch nichts verbessern. Verbesserungsvorschläge kann man in einer konstruktiven Kritik wiedergeben. Andererseits ist es dummes Beleidigen und dummes Beleidigen bringt nichts. Das wollte ich euch nur so, ne? Dass ihr versteht. Ich wünsche euch noch eine frohe Restweihnachten, falls wir uns nicht mal sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jo, ich würde sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch noch was. Bleibt sauber. Macht keine Randale. Und haltet alle Räder auf der Straße. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.